Danke vielmals, Band, für den tollen Worship. Ich liebe es, obwohl ich weiss, dass es zuhause wahrscheinlich nicht ganz einfach ist. Nicht das Gleiche ist, wie wenn wir live da sind. Aber es ist so gut. Wir steigen in die neue Serie rein, Fragen, die die Welt bewegen. Und wo hoffentlich oder wo sehr wahrscheinlich auch dich bewegen, weil ihr habt abgestimmt, welche Themen das kommen. Und wir möchten in dieser Serie wirklich uns diesen Fragen ein bisschen stellen, mal ein bisschen ringen. Und ich möchte heute auch wagen, nicht einfach nur aufzuzeigen, dass es Fragen sind, wo es wirklich so eine Spannung gibt, sondern auch wirklich konkret Stellung dazu zu beziehen. Heute das Thema Gleichstellung, passend zum Muttertag. Es ist ein Zufall, dass das so getroffen hat, aber ich finde es eigentlich wirklich gerade passend. Und ich weiss, dass das Thema Gleichstellung sehr auch emotional vorbelastet ist. Und ich gehe es mit wirklich viel Respekt an. Ich habe mir viel Zeit genommen beim Vorbereiten. Und ich bin mir absolut bewusst, dass es zu dem Thema unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich respektiere die Meinungen. Und einige werden sich durch das, was ich sage, bestätigt fühlen, ihrer eigenen Meinung. Andere werden vielleicht auch ein bisschen herausgefordert, sich ihre Haltung irgendwo auch nochmal zu überdenken, sich dem Thema irgendwo vielleicht auch nochmal neu stellen. Aber ich glaube, das gehört zu einem gesunden Christsein mit dazu. Und ich glaube, das kann ich euch sehr gut zumuten. So reif sind wir. Es ist mir auch wichtig zu sagen, es ist nicht ein umfassender Lehrvortrag, den es heute gibt, sondern es ist eine Predigt. Mir ist das grosse Bild von dem Thema wichtiger als eine ganz detaillierte Einzelauslegung von einzelnen Stellen. Für das haben wir Zeit nicht. Aber wenn jemand das Thema noch mehr möchte vertiefen und ein bisschen mehr darüber wissen möchte, ihr findet meine E-Mail-Adresse. Ihr dürft euch melden. Ich möchte zum Anfang beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Und wir haben es vorher gesungen in dem Song, es gibt tausend gute Gründe, dir zu danken oder du bist genug für uns. Und ich glaube, das ist wirklich so. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du uns offene Herzen schenkst, einen Geist, der offen ist für dein Reden, wo wir die Hand in dem Sinn dir auch entgegenstrecken können und sagen, hey, ich möchte auf dich hören. Ich möchte wissen, was du denkst, Gott. Und nicht einfach, was mir passt. Amen. Ich weiss nicht, was deine Reaktion war, wo du gesehen hast, Thema Gleichstellung. Meine erste Reaktion war so, was? Ist das wirklich noch ein Thema? Und dann, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ja. Und zwar leider. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Bist du dir zum Beispiel bewusst, dass Frauen bis heute weltweit gesehen eine von den meist verfolgtesten und unterdrücktesten Menschengruppen ist? Frauen haben in vielen Ländern oder Gegenden massiv weniger gesellschaftliche Rechte, keinen oder schlechten Zugang zur Schulbildung, sie werden zwangsverheiratet, sie können sich nicht an der Politik beteiligen, haben schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Frauen sind viel öfters Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt als Männer. Die MeToo-Bewegung hat uns das auch nochmal aufgezeigt, dass selbst in Branchen, wo auch Frauen verehrt werden, wie die Filmindustrie, das nicht anders ist. Bis heute ist auch Frauenhandel und Sexsklaverei ein grosses Problem. Wir brüsten uns manchmal und haben das Gefühl, wir haben die Sklaverei abgeschafft, aber das ist leider nicht ganz wahr. Und sehr oft in der heutigen Zeit sind Frauen die Opfer, wenn es um das Thema geht. Frauen werden in den grössten Teilen der Welt schlechter bezahlt als Männer für den gleichen Job. Auch bei uns in der Schweiz. Ich weiss von Firmen, angesehene Schweizer Firmen, wo Frauen weder den gleichen Lohn noch die gleichen Chancen überkommen. Und bei uns in der Schweiz ist es bis 1971 gegangen, bis Frauen haben dürfen abstimmen. Unsere Grosseltern, die haben wahrscheinlich das miterlebt, wo sie das plötzlich das erste Mal haben dürfen. Das sind einfach ein paar Facts. Und ich weiss, dass auch die schon ein bisschen provozieren vielleicht. Und dass es auch für die einen gute Erklärungen gibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, mir ist das wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es in diesem Thema Missstände gibt und dass gemäss WHO noch mindestens 100 Jahre geht,
bis Männer und Frauen die gleichen Rechte haben auf dieser Welt. Und damit, das ist mir auch wichtig zu sagen, wenn es um das Thema geht, meine ich nicht, dass Männer und Frauen gleichgeschaltet werden. Oder wie das in dieser Gender-Debatte teilweise so ist. Das ist nicht das Thema, um das geht es effektiv nicht. Was mich speziell traurig gemacht hat, ist, dass auch wir Christen mitverantwortlich sind für ganz viel Leid, das in diesem Zusammenhang passiert ist. Es ist unglaublich, wie viele frauenverachtende schriftliche Dokumente aus der Kirchengeschichte existieren. Ein kleines Beispiel, der Luther hat geschrieben, Frauen sind Unkraut. Oder auch der Thomas von Aquin, ein bisschen älterer Theologe, hat gesagt, die Frau ist ein Missgriff der Natur. Und da sind Sachen passiert in der Kirchengeschichte, wo man heute eigentlich als einen regelrechten Skandal müsste bezeichnen. Und ich möchte euch einen von denen so aufzeigen. Und zwar geht es um eine Stelle, Römer 16, 7. Die ihre Bibel dabei haben, könnt das mal aufschlagen. Ihr könnt das auch im Livestream machen. Und wir lesen den Vers zuerst aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Was heisst, grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Und dann lesen wir den gleichen Vers aus einer anderen Übersetzung. Ich habe jetzt dort Einheitsübersetzung ausgewählt, aber es kann auch die NGÜ sein, die Luther 2017 und so weiter. Das heisst, grüßt Andronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren. Sie ragen heraus unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt. Also ich merke zwei Übersetzungen, zweimal der Name ein bisschen anders geschrieben. Einmal Junias, das ist ein Männername, und einmal Junia, eine Frau, ein Frauenname. Und ich bin ein bisschen nachgegangen, was da passiert ist, und da stößt mir darauf, dass bis zum 13. Jahrhundert nach Christus sich die Kirchenväter und Kommentatoren von diesen Bibeltexten einig darüber gewesen sind, dass mit Junia eine Frau gemeint ist. Und plötzlich im 13. Jahrhundert ist aus dieser Junia ein Mann geworden. Der Aegidius von Rom hat im 13. Jahrhundert in seiner Übersetzung einfach aus der Junia einen Mann gemacht, der Junias. Ohne das irgendwie näher zu begründen, warum er da eine andere Meinung hat als alle vor ihm. Ein weiterer Bischof aus der damaligen Zeit hat gerade auch noch aus der Priscilla, die im gleichen Abschnitt erwähnt wird, ebenfalls einen Mann gemacht. Das hat sich dann aber nicht durchgesetzt. Anders ist es bei der Junia gewesen. Auch der Luther hat in seiner Übersetzung Junias, also ein Mann, reingenommen. Und so ist in den deutschen Übersetzungen für lange Zeit an dieser Stelle immer Junias gestanden, ein Mann, der eigentlich eine Frau gewesen wäre. Erst seit 1980 ist man sich größtenteils wieder einig, dass Junia eine Frau gewesen ist und Junias zum einen, Junia eine Frau war. Zum einen wegen Hinweis aus der Kirchengeschichte, eben, wo man sieht, dass man früher noch eindeutig der Meinung war, dass das eine Frau war. Und zum anderen, weil man herausgefunden hat, dass Junia zwar ein bekannter und gebräuchlicher Frauenname war, Junias, aber eigentlich ein Name, den man außerhalb von dem niemals gefunden hat, wo man nicht weiss, ob es dort tatsächlich so gegeben hat. Heute ist in vielen Übersetzungen, in der neuesten Version, das wieder angepasst oder zumindest irgendwo ein kleiner Vermerk drin, dass es da ein bisschen Strittigkeiten gegeben hat. Wir sehen also, selbst in der Kirchengeschichte sind wirklich schlimme Sachen passiert und wir kommen später noch darauf, warum dieser Fall eine besondere Tragweite hat. Und aus der heutigen Sicht muss man klar sagen, da ist Frauen sehr oft Unrecht da geworden. Und ich glaube, wenn man das hört, dann ist es nicht ganz unverständlich, dass zum Thema Stellung der Frau oder eben Thema Gleichstellung bis heute eine grosse Unsicherheit herrscht, auch unter uns Christen. Ich bin froh, werden heute grundsätzlich Frauen ganz anders behandelt, wenn wir über diese Themen nicht mehr reden. Und doch tauchen aber immer wieder gewisse Unsicherheiten auf. Und vielleicht kennst du die auch. So gewisse Fragen im Zusammenhang mit gewissen Bibelstellen. Hey, dürfen Frauen denn wirklich predigen, leiten, lehren? Ist das okay von der Bibel? Oder
sollten die Frauen nicht ein Kopftuch anlegen beim Betten. Ich selber, ich bin in einer Kirche gross geworden, wo das so war. Meine Mutter, die hat im Gottesdienst beim Betten ein Kopftuch angehabt. Und in dieser Kirche ist darüber diskutiert worden, ob es okay ist, wenn Frauen Hosen anlegen oder ob sie nicht immer den Röck anhaben sollten. Und auch Steffi und ich haben schon oft erlebt, dass es bei Leuten Fragen ausgeworfen hat, dass wir die GVC Zürich Oberland zusammen leiten. Und dass auch Steffi regelmässig predigt. Oder mir sind Leute begegnet, die wie selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass ich eigentlich der Leiter bin, obwohl es für uns ganz klar ist, dass wir gleichberechtigt das Zweite, die Kirche, leiten. Ich habe mich gefragt, warum ist das immer noch so ein grosses Thema heute? Und bin eigentlich auch auf coole Sachen gestossen. Weil dahinter steckt der Wunsch der Leute, die Bibel wirklich ernst zu nehmen. Das, was in der Bibel steht, anwenden und danach zu leben. Und das ist etwas, was ich zu 100% will unterstützen und wo ich jeden dazu möchte ermutigen. Weil ich glaube, dass die Bibel uns so viel zu sagen hat, wenn es um das geht. Aber mit dieser Haltung kommen wir dann eben auch an Stellen in der Bibel an, die für uns schwierig sind und wo wir uns fragen, ja, sind jetzt das Aussagen, die für alle Zeiten gelten? Gilt das für uns heute noch genau so, wie das da steht? Oder müssen wir das irgendwie, wie müssen wir das einordnen? Und das Thema, das nennt sich Bibelauslegung und das ist die grosse Kunst und das ist auch der Punkt, oder, wo sich immer wieder die Geister scheiden. Und ich möchte mit euch anschauen, was die Bibel sagt zu diesem Thema. Ich möchte euch helfen, ein Bild bekommen, und zwar das Bild, das Gott auf das Thema hat, was die Bibel zu Mann und Frau sagt. Wenn wir über das Thema reden, dann kommt den meisten gerade so zwei Stellen vor allem aus dem Neuen Testament entgegen, oder wo meistens dann gerade Diskussion drauf geht. Es sind so ein bisschen die Stellen, die am meisten Unsicherheit sorgen. Und ich werde aus Zeitgründen vor allem auf eine eingehen. Die eine Stelle ist 1. Korinther 14, 33 bis 36. Auf die gehen wir nur ganz am Rand schnell ein. Und die andere ist 1. Timotheus 2, 11 bis 15. Und die blenden wir jetzt gerade mal ein und lesen sie zusammen. Es heißt dort, eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Und es war nicht Adam, der sich von dem Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Doch auch sie wird gerettet werden, auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt, vorausgesetzt, sie hält am Glauben und an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. Ich glaube, wenn wir die Stelle einfach so lesen, dann tönt es ein Stück weit schon fast offensichtlich und man denkt, ja okay, was kann ich da falsch verstehen? Und da ist mir wichtig, dass wir uns etwas bewusst sein müssen. Nämlich, dass wir, wenn wir eine Bibelstelle anschauen, wir uns immer auch den ganzen Kontext einbeziehen. Und der ganze Kontext, der besteht eigentlich sogar aus drei verschiedenen Kontexten oder so, aus drei Bereichen. Das eine ist der direkte Kontext, das ist der Abschnitt, wo ein Text eingebettet ist, wo es darum geht zu fragen, um was geht es da in diesem ganzen Abschnitt überhaupt. Der zweite so Kontext ist das Buch, jetzt in dem Fall ein Brief, wo wir uns fragen, hey, wer sind die Empfänger von diesem Brief? Was ist die Situation? Warum geht der Paulus auf das Thema ein? Und dann der dritte, der ganz grosse Kontext, die Bibel als Gesamt, wo wir uns fragen, wie passt der Text ins Gesamtbild, wo die Bibel über ein Thema zeichnet? Und bevor wir an diese Stelle nochmal zurückgehen und den näheren Kontext anschauen, möchte ich mit euch anschauen, was die Bibel als Gesamtes über das Thema sagt. Wir fangen bei der Schöpfung an, wir schauen dann ganz kurz an, was Jesus, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist und dann, was wir sonst noch so über Frauen in der Bibel lesen.
Also hebt euch fest. Ich versuche schnell durch die Themen durchzugehen. Darum es ist vielleicht nicht immer ober ausführlich. Wir fangen an bei der Schöpfung. Und dort sehen wir im 1. Mose 1, 26 bis 28. Und wir fangen dort an, weil es darum geht, was ist eigentlich denn Gottes Absicht gewesen bei der Schöpfung? Was ist der ursprüngliche Plan gewesen? Und dort heisst es, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und ich möchte ein paar Punkte aus diesen wenigen Sätzen festheben. Wir sehen, dass der Mensch als Frau und als Mann Gottes Ebenbild ist. Das gibt schon mal beiden eine ungeheure Würde. Mann und Frau sind Gottes Ebenbild. Gott hat uns bewusst als Mann und Frau geschaffen. Wir sind nicht beide gleich, aber wir sind beide gleich wertvoll. Es hat auch einen zweiten Schöpfungsbericht im Kapitel nachher, wo es heisst, dass es nicht gut gewesen ist, dass der Mann allein gewesen ist. Und Gott hat Menschen eben darum so geschaffen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Weil es nicht gut gewesen ist, dass der Mann einfach allein gewesen ist. Darum sind und dürfen sie auch unterschiedlich sein, weil sie sich gegenseitig ergänzen. In dem zweiten Schöpfungsbericht heisst es zum Beispiel, dass die Frau als eine Gehilfin für den Mann geschaffen worden ist. Und das wird oft so angeschaut, als müsste sie die unterwürfige Helferin sein. Oder das ist das, was wir uns als erstes so ein bisschen unter einer Gehilfin vorstellen. Aber im Hebräischen bezieht sich das Wort auf zwei, die gemeinsam helfen, zwei gemeinsam auf miteinander, auf Augenhöhe einander helfen und unterstützen. Das gleiche Wort wird auch dafür benutzt, wenn Gott seinem Volk geholfen hat. Und was wir auch noch sehen in dieser Stelle ist, dass Gott den Menschen einen Auftrag gegeben hat, den sie zusammen sollen erfüllen und den sie auch nur zusammen können erfüllen. Weil es heisst da, vermehrt euch. Und das wird relativ schwierig, wenn das Männer allein versuchen oder Frauen allein versuchen. Also wir sehen, was da der Plan war. Das ist das, was wir so in dieser Thematik drin Schöpfungsordnung nennen. So hat es Gott von Anfang an haben, dass Mann und Frau als seine Ebenbilder in gegenseitiger Ergänzung den gemeinsamen Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, wahrnehmen und die Erde in Besitz nehmen und sie bevölkern. Und dann wissen wir, dass eben doch etwas schief gegangen ist. Das ist das, was wir im Kapitel 3 lesen und wo wir im Normalfall vom Sündenfall und den Konsequenzen daraus lesen. Und im 1. Mose 3,16 heisst es dort nachher, dass das auch für die Frau Konsequenzen hatte. Dann wandte sich Gott zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Das war der Moment, wo es zu einem gegenseitigen Gegeneinander gekommen ist. Von einem gegenseitigen Miteinander zu einem gegenseitigen sich beherrschen wollen. Und sehr oft, wenn man über das Thema liest, hat man das Gefühl, dass der Teil gar noch mit zu der Schöpfungsordnung gehört. Dass es einfach mit dazugenommen. Aber das ist es eben genau nicht. Es ist die Konsequenz von der gefallenen Schöpfung. Es ist nicht die Absicht, die Gott von Anfang an hatte. Aber es hat sich nachher so entwickelt. Bis zu dem Zeitpunkt, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo Jesus gekommen ist. Und wo Jesus gekommen ist, ist mit ihm auf dieser Erde das Reich Gottes angebrochen. Er ist gekommen und hat das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Und das Reich Gottes ist Gottes Plan für die Wiederherstellung von der ursprünglichen Schöpfungsordnung. Die Wiederherstellung von dem, wie es ursprünglich gedacht war, das ist das Ziel, wo man sehen, was das Reich Gottes auf dieser Erde soll erreichen, wenn es richtig durchbricht. Und es hat mit Jesus angefangen. Es ist nicht etwas, wo Jesus gesagt hat, es wird irgendwann kommen, sondern es ist mit ihm gekommen. Und das wissen wir auch alle. Es ist eben darum schon da, aber es ist auch noch nicht ganz in seiner vollen Kraft dran. Darum sind wir ein Stück weit immer noch in dieser Spannung drin.
Und wir sehen aber, wie Jesus in diesem Thema angefangen hat, das ganz anders zu handhaben, wie das damals üblich war, wie er schon angefangen hat, das wieder zu wiederherstellen. Sein Umgang mit Frauen war revolutionär für die damalige Zeit. Jesus hat zum Beispiel nicht nur Männer gelehrt, wie das für einen Rabbi sonst üblich war, sondern auch Frauen mit einbezogen. Mit der Samariterin am Brunnen hat er sogar ganz allein, das zweite mit ihr, ein theologisches Gespräch geführt. Das längste Gespräch, der längste Dialog von Jesus, der uns in der Bibel überliefert ist. Jesus hat nicht nur seine Jünger um sich gehabt, sondern auch Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Und in einer Episode im Lukas 10 sagt er sogar, dass es Maria die ist, die es richtig macht, die bei ihm zu seinen Füßen hockt. Und dass Martha eigentlich falsch liegt, die in der Küche war und am Arbeiten war. Vielleicht war es nicht Küche, aber sie war am Arbeiten. Jesus hat auch eine verrüppelte Frau, zmitzt in einer Synagoge, nach vorne geholt, an den Ort, wo sonst eigentlich nur die Männer annehmen dürfen, und hat sie geheilt, vor aller Augen. Und auch Maria Magdalena war es, wo Jesus als erstes begegnet ist, nach seiner Auferstehung. In einer Zeit, wo das, was Frauen erzählt haben, eigentlich nichts gegolten hat. Wir sehen also, wie Jesus sich völlig über die Konventionen, wie damals sonst mit Frauen umgegangen worden ist, hinweggesetzt hat und ganz etwas anderes vorgelebt hat und Frauen einen enormen Stellenwert auch gegeben hat. Und jetzt als Letztes möchte ich noch schnell mit euch anschauen, auch kurz Gedanken machen, ja, wie ist denn sonst, was lesen wir denn sonst über Frauen in der Bibel? Jetzt haben wir es von Jesus gehabt, Schöpfungsordnung, aber sonst über das Ganze. Wenn wir im Alten Testament schauen, da gehe ich ganz schnell einfach nur durch, sehen wir, dass es Frauen gegeben hat, die Prophetinnen waren. Wir sehen, dass es Frauen gegeben hat, die geleitet haben. Deborah zum Beispiel sogar ein ganzes Volk geleitet. Im Kontext habe ich dort noch Bibelstellen dazu angeschrieben, für die, die es nachschauen möchten. Und auch im Neuen Testament ist es nicht anders. Wir lesen von einer Prisca, die eine Mitarbeiterin von Paulus war und Lehrerin war, die andere im Glauben unterrichtet hat, in der Apostelgeschichte 18, Vers 26. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie das gemacht. Dann lesen wir von der Phoebe, die eine Diakonin war und die die besondere Empfehlung von Paulus bekommen hat, weil er gesagt hat, hey, sie ist eine wertvolle Mitarbeiterin von mir. Und man geht davon aus, dass es wahrscheinlich sie war, wo der Römer den Römerbrief überbracht hat. Und dann kommen wir nochmal zurück auf die Junia, wo wir es am Anfang schon mal davor hatten, wo eine Apostelin war. Ich lese den Vers nochmal. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Jetzt ist in dieser Übersetzung, das möchte ich auch deutlich sagen, es ist nicht eindeutig klar, wie jetzt das zu verstehen ist. Du denkst vielleicht richtig, aber es könnte ja auch einfach heissen, dass es bitte dass die Apostel sie hochgeachtet haben und nicht, dass sie Teil von denen war. Wenn wir in die Kirchengeschichte jedoch schauen gehen, dann sehen wir, dass bis im 3. Jahrhundert nach Christus das klar war, dass sie als Frau eine Apostelin war und sogar eine herausragende Stellung unter den Aposteln hat. Es ist erst im Mittelalter so gekommen, dass das plötzlich nicht mehr möglich sein sollte. Und weiter, vielleicht als weg von der Junia. Wir sehen auch generell im Neuen Testament, dass es normal war, dass Frauen prophetisch geredet haben, auch im Gottesdienst. Wenn wir so jetzt die drei Punkte ein bisschen vor Augen halten, dann tun das mal so zusammentragen. Also wir haben die Schöpfungsordnung, die sagt, dass Mann und Frau in der gegenseitigen Ergänzung beauftragt sind von Gott. Dass mit Jesus das Reich Gottes gekommen ist, wo die Schöpfungsordnung wiederherstellen soll und wo der Paulus in 2. Korinther 5, 17 sagt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wo wir also uns bewusst werden, dass wir in dieser Zeit sind, wo die Auswirkungen vom 1. Mose 3, 16 wieder rückgängig gemacht werden, wo wir uns darauf hinbewegen, dass es wieder anders ist.
Wenn wir anschauen, dass Frauen im Neuen Testament herausragende Stellungen hatten, Prophetinnen, Lehrerinnen und sogar Apostelinnen gewesen sind. Und dann noch die Aussage von Paulus kommt, im Galater 3, 28, wo er sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn wir uns das alles vor Augen behalten, dann wird es schwierig, wenn wir die Aussagen aus dem 1. Korinther 14 und eben aus dem 1. Timotheus 2, wo wir gelesen haben, als allgemeingültige Richtlinie betrachten wollen. Dann merken wir, da kann irgendwo etwas nicht ganz stimmen. Und darum ist es wichtig, dass wir jetzt gerade bei diesen Stellen eben auch nochmal auf den Kontext eingehen und anschauen, wie kann es denn sein, dass die situationsbedingt gemeint sind. In dieser Stelle, die man nicht zusammen gelesen hat, im 1. Korinther 14, geht es um Paulus vor allem darum, dass Frauen im Gottesdienst zeigt, dass sie sollen sich den Männern unterordnen und es geht in dem Unterordnen eben darum, dass es nicht eine Unordnung gibt im Gottesdienst. Und wir sehen im gleichen Brief, dass es vorher der Paulus davon ausgeht, dass Frauen prophetisch reden und beten im Gottesdienst. Dass es widerspricht sich so quasi fast selber. Jetzt auch beim 1. Timotheus 2 ist es sehr ähnlich. Wahrscheinlich muss man den Vers, vielleicht können wir ihn noch mal einblenden für die, die nachschauen, muss man den Vers so verstehen, dass Frauen zuerst lernen sollen, bevor sie lehren. Was Sinn macht, weil dazumals Frauen eben keine Bildung hatten. Und wir sollen so verstehen, dass eben Frauen sich nicht über andere Männer stellen sollen. Dass sie sollen sich unterordnen oder eben einordnen, so wie es dazumals sittlich war. Ein Vers vorher geht es übrigens zum Beispiel darum, dass sie sich auch anständig kleiden sollen. Und da sind sich alle einig, dass das nicht, dass die Regeln, die er dort sagt, dass die nicht eins zu eins so übernommen werden, sondern dass es ums Herz dahinter geht. Und dann, wenn man den Vers, der hat trotzdem immer noch, wenn man so liest, tönt es vielleicht schwierig. Aber wenn man ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat, macht es plötzlich noch mehr Sinn. Der Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief von ihrer Lehre, die es damals gegeben hat, und von Frauen, die sich schlecht benommen haben und die er wollte korrigieren. Und tatsächlich weiss man, dass es zu dieser Zeit römische Frauen gegeben hat, die sich als über den Männern stehend gesehen haben. Die auch gesagt haben, dass Frauen zuerst geschaffen worden sind und nicht Männer, die sich für die damalige Zeit unsittlich gekleidet haben, die ihre Sexualität sehr frei einfach ausgelebt haben und weder heiraten wollen noch Kinder bekommen. Und wenn man das dann so auf die Aussage, die Paulus daran macht, appliziert, dann sieht man, dass dann auch die Aussage, die er macht, mit Bezug darauf, dass Adam zuerst geschaffen worden ist und mit dem Bezug aufs Kinderüberkommen, eben dann vielleicht plötzlich wieder einen Sinn macht. Im Endeffekt ist es so, dass auch diese Stelle gewisse Spannung offen lässt, dass man es nicht zu 100% eindeutig sagen kann, warum sie so dasteht, wie sie dasteht und was der Paulus genau damit hat wollen bezwecken. Aber wir wissen genug, dass wenn wir den Gesamtkontext der Bibel anschauen, dass es nicht einen Sinn macht, diese Aussage als absolute, für alle Zeit geltende Aussage anzuschauen. Genauso, wie wir das heute auch bei Aussagen bezüglich Sklaverei machen, wo es im Neuen Testament auch ein paar drin hat, die nicht gegen Sklaverei sprechen, sondern sie fast noch eher legalisieren oder für okay anschauen. Das sind auch Aussagen, wo wir heute wissen, hey, die Sklaverei ist nicht mehr etwas, wo man mit dem Reich Gottes vereinbaren können. Also schauen wir an, was ist das Gesamtbild, das die Bibel macht. Und wenn wir die Bibel als Gesamt anschauen, dann sehen wir so ein wunderschönes und ein erstrebenswertes Miteinander von Mann und Frau. Wir sehen eine gegenseitige Ergänzung in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter mit einem gemeinsamen Auftrag, wo Mann und Frau zusammen wahrnehmen sollen. Gott hat beide als Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen. Beide haben den gleichen Wert und die gleiche Würde. Beide sind aufeinander bezogen und ergänzen sich. Es ist von Gott gewollt, dass Frauen und auch Männer
unterschiedlich sind. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber halt jetzt doch mal noch schnell, weil ist doch nicht trotzdem so, dass der Mann aber in dem Ganzen eine Führungsverantwortung hat. Und tatsächlich, man kann, je nachdem, wie man diese Stellen auslegen will, kann man das so sehen. Ich möchte aber weniger auf diese Debatten eingehen, ob jetzt das wirklich so ist oder nicht, sondern ein anderer Teil aus dem Neuen Testament, der eben das Thema streift, oder nicht nur streift, sondern ein bisschen mehr anschauen und den als einen Maßstab nehmen, wo wir uns daran orientieren können. Und zwar der Epheser 5, Verse 21 bis 26. Was heisst im Vers 21, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Dann erklärt er das noch weiter. Und nachher heisst es, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Also was der Paulus da sagt, ist, dass sich Männer und Frauen einander gegenseitig sollen unterordnen. Im Vers 21. Und dann ist die Rede, wie sich die Frau ein Mann und wie der Mann sich aber eben auch um Frau soll kümmern, so wie Jesus sich um seine Gemeinde gekümmert hat, wo sein Leben für die Gemeinde angegeben hat. Und ich finde das so ein gutes und so ein passendes Bild mit dieser gegenseitigen einander unterordnen. Das heisst, die Wünsche und Bedürfnisse vom anderen über die eigenen stellen. Das heisst, sich umeinander zu kümmern und nicht einander zu dominieren. Und hey, das hat Kraft, wenn das so gelebt wird. Steffi und ich sagen immer wieder, dass eine Ehe dann gelingt, wenn beide für den anderen das Beste wollen und wenn beide bereit sind, den jeweiligen anderen zu bevorzugen, über die eigenen Bedürfnisse zu stellen. Und das ist genau das, was gemeint ist, mit gegenseitig sich einander unterordnen. Und wir versuchen, so unsere Ehe zu leben. Und in dem leiten wir auch die GVC Zürich Oberland gleichberechtigt. Wir sind beides leitende Pastoren und wir ergänzen uns in dem Sinne. Weil wir nicht alles genau gleich machen. Aber wir erleben eine enorme Kraft und einen grossen Segen drin, können in dieser Aufgabe das Zweite drin stehen. Je mit unseren Stärken und dann dort ergänzen, wo wir Schwächen haben. Und es gibt Bereiche, da ist Steffi viel besser als ich. Und da übernimmt sie die Leitung. Und dann gibt es andere Bereiche, da habe ich meine Stärken und dort übernehme ich die Leitung. Und vieles sprechen wir zusammen ab und finden zusammen einen gemeinsamen Weg. Fragen Gott, was sein Auftrag ist für uns miteinander. Und uns geht es nicht darum, zu sagen, dass das alle so machen müssten. Das hängt fest von, auch von den einzelnen Typen ab. Aber wir möchten vormachen, dass das möglich ist und dass es gut ist. Ich hoffe, ich habe vielen, die bei diesem Thema vielleicht jetzt unsicher gewesen sind im Vorfeld, etwas von dieser Unsicherheit nehmen können. Vielleicht habe ich in einigen jetzt aber auch Fragen ausgelöst. Vielleicht regt sich in dir ein bisschen ein innerer Widerstand, weil du das amigs anders gehört hast. Und dann möchte ich dich ermutigen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber richtig auseinandersetzen. Und richtig auseinandersetzen heisst für mich, nicht einfach nur die Sachen lesen, die meine Meinung bestätigen, sondern eben vielleicht auch die andere Seite mal anschauen. Auch ich habe im Vorfeld von dieser Predigt beide Seiten ausführlich angeschaut. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass es im Endeffekt ist und bleibt eine Spannung. Und Gott mutet uns das zu. Und wenn es Gott uns zumutet, dann ist es okay. Auch wenn wir nicht alles genau gleich sehen. Die Frage ist jetzt, was jetzt? Was heisst denn jetzt das? Und ich möchte, bevor ich die Predigt beende, noch ein paar Anstöße zum Weiterdenken und vielleicht auch Weiterdiskutieren geben. Ein paar Gedanken an die Männer. Ich glaube, es ist wichtig, dass man anerkennt, dass lange Zeit Frauen unterdrückt und schlecht behandelt worden sind.
und dass es selbst heute noch Missstände gibt, was das anbelangt. Nicht, dass du schuld wärst, aber dass es eine Tatsache ist. Und ich glaube, es langt nicht, wenn wir Männer einfach sagen, hey, ich mache ja da nicht mehr mit und ich bin ja da nicht dagegen und ich stehe nicht an einer Frau im Weg. Ich glaube, dann machen wir es uns zu einfach. Es geht darum, Reich Gottes zu bauen. Es geht darum, dass der Schöpfungszustand, so wie es Gott ursprünglich gedacht hat, dass das wieder Realität werden darf. Und genauso wie wir uns dafür einsetzen, dass Gottes Willen und sein Reich in anderen Bereichen passiert, sollen wir uns auch dafür einsetzen, dass in Bezug auf das Miteinander von Mann und Frau der Wille Gottes kann passieren kann. Das heisst nicht, dass du irgendwie demonstrieren gehen und Feminist werden oder weiss auch nicht was. Aber dir vielleicht überlegen, was du über Frauen denkst. Wie du über Frauen redest. Wie du Frauen behandelst. Ob du Frauen förderst, stärkst, ihnen den Rücken frei behaltest, ob du deine Frau ermutigst. Das ist mein Aufruf. Nenn mal ernst, was im Bibel, im Epheser 5 sagt. Tun wir uns gegenseitig einander unterordnen. Wollen wir das Beste füreinander? Fördern wir einander? Stärken wir einander? Und liebe Frauen, ihr seid so talentiert und begabt. Und ihr seid genauso berufen wie die Männer. Und trotzdem erlebe ich es mega oft, dass sich Frauen trotz offensichtlicher Fähigkeiten manchmal nicht recht getraut, die einzusetzen. Eine Studie hat gezeigt, dass ein Mann sich bei einer Stelle schon bewirbt, wenn er nur 60% der Anforderungen erfüllt. Eine Frau erst, wenn sie 100% dieser Anforderungen erfüllt. Und ich möchte euch zusprechen, hey, seid dort mutig und selbstbewusst. Getraut euch, auch Verantwortung zu übernehmen. Das auszuprobieren, zu lernen, zu wachsen in dem. Ihr habt so viel zu geben und ihr seid so talentiert. Und Frauen respektieren auch eure Männer und suchen es miteinander. Auch gerade die Hai. Ich weiss, dass es in der Politik und in der Wirtschaft tatsächlich so ist, dass weniger Frauen in leitenden Positionen haben. Und dafür ist es oftmals die Hai umgekehrt. Der Mann hat zwar die Hosen an, aber die Frau sagt Welli. Sagt mir doch so schön. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch dort gleichberechtigt miteinander umgehen und gegenseitig miteinander redet und einander sich gegenseitig unterordnet. Und Frauen untereinander möchte ich euch zusprechen, ermutigen und unterstützen einander. Feiert, was eine andere Frau erreicht hat, als hättet ihr selber erreicht. Lasst eure Zufriedenheit nicht durch irgendwelche blöden Vergleiche, die nichts mit euch zu tun haben, rauben. Hey, und ganz allgemein möchte ich euch alle dazu auffordern, mal ganz offen und ehrlich mit anderen über das Thema zu reden. Als Ehepaar, aber vielleicht auch in euren Groups oder mit deinen Arbeitskollegen, wo auch immer. Wie geht es dem anderen in diesem Thema? Wie erlebt er das? Wo könntet ihr euch noch mehr gegenseitig fördern und stärken? Was heisst es für euch, einander auf Augenhöhe begegnen? Und als letzter Punkt. Ich finde es so wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie dass wir über das andere Geschlecht reden. Wie schnell macht man irgendeinen Frauenwitz? Oder irgendeinen dummen Spruch über die Männer? Wie wäre es, wenn wir positiv übereinander reden? Wenn wir einander wieder auflupfen? Wenn wir das Gute aneinander wieder betonen und nicht die Sachen, die vielleicht anders sind. Und da geht es nicht nur in der Ehe darum, sondern das kann auch mit Arbeitskollegen und Kolleginnen sein. Am Stammtisch oder sonst irgendwo beim Sport oder mit den Freunden. WhatsApp-Chats zum Beispiel. Kommt mir in den Sinn. Ich wünsche mir für uns Christen und für GVC Zürich Oberland, dass wir dafür bekannt werden, wie wir Gleichberechtigung auf Augenhöhe leben. Wie wir die Unterschiedlichkeit der Geschlechter feiern und schätzen. Im Gegenteil zu denen, die Unterschiedlichkeit auflösen wollen. Dass wir uns gemeinsam in der gegenseitigen Ergänzung unseren Schöpfungsauftrag, den Gott uns gegeben hat, wahrnehmen und das Reich Gottes auf dieser Erde noch viel mehr zum Durchbruch helfen. Und ich wünsche mir,
dass immer mehr Frauen ihre Rolle selbstbewusst und natürlich einnehmen, auch bei uns in der GVC Zürich Oberland oder in Kirchen allgemein. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so genial in dieser Unterschiedlichkeit auch geschaffen hast. Du hast so viel in die Frauen hineingelegt. Du hast auch so viel in die Männer hineingelegt. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir das Gemeinsame, das sich gegenseitige Ergänzende nochmal entdecken können. Uns auf diesen Weg machen können. Dass wir je uns mit unseren Stärken in dein Reich investieren können. Dass wir uns gegenseitig den Rücken frei behalten und einander unterstützen und fördern. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest, was das für uns bedeutet, wo das wir vielleicht in dem Sinne auch einen Schritt aktiv machen müssen. Dass du uns Sicherheit gibst im Umgang mit dem Thema.